So, was haben wir hier? Was gemischt waren? Ach, wir sollen ja eine Waffe holen, ne? Ferdinand! Hey, brauchst du was? Wenn ja, dann sieh dir mein Zeug an. Für ein paar Splitter biete ich dir 1A-Qualität. Der sieht nicht aus wie ein Kleriker. Hast du viele Kunden? Definiere viel. Natürlich ist Ignadon nicht gerade der beliebteste Umschlagplatz der Welt. Ab und an muss ich auch in den Schächten mit anpacken, wenn niemand Interesse an meinem Zeug zeigt. Alter, diese Untertitel. Aber alles in allem komme ich über die Runden. Diese Untertitel sind halt voll im Gesicht. Woher beziehst du deine Ware? Wie du sicher weißt, streifen unsere Einheiten auf der ganzen Welt umher. Och, Kleriker. Manchmal kommt es dann zu Kampfhandlungen, wenn Fremde sich unkooperativ zeigen. Und das, was vom Gegner übrig bleibt, wird eingesackt. Mhm. Zeig mir deine Ware. Sicher doch. Bekehrer, einfacher Bekehrer der Kleriker. Es wäre logisch, ihn zu verbessern. Okay. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Für gewöhnlich bin ich bestrebt, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Aber was genau hast du im Sinn? Ich brauche etwas, das nicht auffällt. Etwas, das nicht auffällt? Nun ja, das Einzige, was hier nicht auffällt, ist die Rüstung einer unserer Leute. Wenn du daran Interesse hättest, verkaufe ich sie dir. Es handelt sich aber nicht um Neuware. Sie gehörte einem Kameraden, der mittlerweile in Kalans Hallen weilt. Das drückt den Preis. Ach, nur 100, dann? Verkauf mir die Rüstung des Gefallenen. Sicher doch. Ich habe sie gut verschnürt, sodass der Transport einfach fallen sollte. Empfiehl mich ruhig weiter. Wechselkleidung. Wahrscheinlich lag sie auch einfach rum, ne? Du bist nicht auf meiner Gästeliste. Wahrscheinlich hätte sie auch einfach irgendwo rumgelegen. Ich hätte sie mir vielleicht auch einfach nehmen können. Wir wissen es nicht. Aber ich sehe, wenn du was einsteckst. So, das ist einfach ein Gebüschwarenhändler. Das wundert mich schon. Ich brauche echt mehr Exit. Ich habe nur noch 266. Das ist echt. Boah. Guck mal, ich habe hier immer noch die defekten Elex-Waffen. Die Kleidung kann ich nicht anlegen, ne? Das ist. Nee, kann ich nicht. Schade. Gut, dann muss ich jetzt nochmal gucken, ob ich die Waffe kriege. Kleidung habe ich. Nein! Oh Gott. Eisenerz. Eisenerz. Ich finde es ja lustig, dass das immer da oben runterfällt. Eisenerz. 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 Kann ich mich vielleicht auch durch ein Fenster reinschleichen oder so? Das geht wahrscheinlich nicht. Da liegt Eisenerz. Ganz schön dreckig hier, ne? Könntest du auch mal putzen. Da liegt Goldbrocken. Eisenerz. Es kommt, wie es kommen muss. Durchs Fenster geht nichts. Das könnte dann das Ende sein. In der Eiswüste holt man die. Ich könnte natürlich warten, bis sie schlafen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber sie müssten ja irgendwann mal schlafen gehen. Er hat ja 2 Tage Zeit, ne? So, Gestor Baldr.
krieg's halt sofort mit, wenn ich hier reingehe, ne? Okay, jetzt schleiche ich. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Das ist halt irgendwie scheiße. Bodenliebe 4. Aha. Mich hat schon wieder irgendwer gesehen. Es ist doch so scheiße. Ganz ehrlich. Raus, aber schnell. Es ist doch so ein Bullshit. Der kennt mich da normalerweise gar nicht sehen. Ganz ehrlich, es ist doch Quatsch. Ja, er guckt nicht hin. Ich schleiche. Ja, ja, kannst weggehen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Boah. Endlich. So, finden wir hier noch irgendwas? Ist die letzte Aufzeichnung. Ich gebe es auf. Ach komm schon. War doch klar, dass die Kleriker Chad vor die Tür setzen. Der Kerl ist das totale Chaos. Kein Wunder, dass er sich bei diesen Ordnungsfanatikern unbeliebt gemacht hat. Erstmal was aber essen. Wo sollen wir noch nach ihm suchen? Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Arbeit zieht in den Alps. Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Der Prophet wusste, was kommen würde, und er sprach mit Kalan. Ja, da muss ich nochmal die restlichen Sachen suchen. Damit die Geschichte auch einen Sinn ergibt. Eloy! Wegen deiner Flucht. Ich habe, was du wolltest. Damit bin ich dem Ziel einen Schritt näher. Und jetzt gib mir einen Moment. So, das sollte reichen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich suche meinen alten Freund auf, dann verziehe ich mich von hier. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Man sieht sich. Tschüss, Eloy. Auf nimmer Wiedersehen. Du hast doch zuletzt mit Eli gesprochen, jetzt ist er auf einmal weg. Kann natürlich sein, dass Wolf stirbt. Ja, das ist halt tot. Ach ja, Grubenwache. Fass dich kurz, ich bin beschäftigt. Was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Ach, du bist dann wohl derjenige, den Reinhold schickt. Ich habe vorschriftsmäßig Protokoll geführt. Wer sind nochmal die Verdächtigen? Siegfried, Hagen und Oswald. Ach ja, genau. Hier hast du das entsprechende Protokoll. Alles, was ich weiß, steht dort drinnen. Vielleicht hilft es dir ja. Danke. Überwachungsprotokoll 1. Okay, ich gehe mal ihr hinterher. Ich gehe mal ganz kurz noch die Quest aktivieren. Des Propheten Arvid, auf das ihr erleuchtet werdet. Ich dachte, die Schriften darf niemand lesen. War das nicht irgendwie? Der Prophet gab uns die Schriften Kalans. Befolgt sie und ihr werdet in den Armen Kalans willkommen sein.
Also sowieso in die Richtung, da trifft sich das eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich muss ich sogar mit Wolf reden. Da ist Wolf, nehme ich mal an. Weißt du, wer ich bin? Moment, du bist doch... Genau, der Typ, für den du nur Verachtung übrig hattest. Aber ich habe eine Überraschung für dich und den Rest der Bande hier. Jetzt, wo ich frei bin, kann ich es kaum erwarten, sie dir zu präsentieren, du Scheißkerl! Du entkommst mir nicht! Dieses Schwein Eli hat versucht, mich umzubringen. Aber der Dreckskerl hat Staub zu fressen bekommen. Dank mir. Hier, nimm das. Wenn dir einer der Suggesturen einen Strick daraus drehen will, dass du deine Finger mit im Spiel hattest, sollte ihn das beruhigen. Kann sein, dass es nicht reicht, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Ja. Danke. Dank mir lebst du noch. Bin ich nicht toll. Was war das denn? Das war doch klar, dass du stirbst. Oxander! Was kannst du mir über den Elex-Handel hier im Hort sagen? Na sieh mal einer an. Dich hat also Reinhold geschickt, die Sache aufzuklären. Interessant. Bevor ich dir mein Protokoll über die Verdächtigen gebe, möchte ich dir ein Angebot machen. Ich will, dass du Siegfried beschuldigst, egal ob er der Elex-Händler ist oder nicht. Siegfried ist der einzige Händler hier im Hort, den ich nicht unter meiner Kontrolle habe. Ich kann hier keine Händler gebrauchen, die unreguliert Waren verkaufen. Ich will, dass du dafür sorgst, dass Siegfried des Elex-Handels beschuldigt wird. Alles klar? Dass ich dich für den Gefallen bezahlen werde, versteht sich von selbst. Was für ein Spaß, ey. Alles klar, sicher. Nee. Nein, auf den Deal lasse ich mich nicht ein. Sehr schade, aber ich kann dich schließlich zu nichts zwingen. Falls du dich doch dazu entscheiden solltest, Siegfried zu beschuldigen, werde ich das mitbekommen. Dann steht dir die Bezahlung selbstverständlich zu. Wie dem auch sei. Hier hast du mein Protokoll. Aber wer wahrscheinlich weiß, weniger. Vielleicht hast du ja Glück und er ist sowieso der Täter. Ja, vielleicht. Enttäusch mich nicht. Sehr aber gut. Ich tippe jetzt mal auf Hagen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Hagen. So, Protokoll 1 wollte ich noch lesen. Hier. Ich habe Siegfried von morgen bis Mittag an der Maschinenhalle gesehen. Wir wissen, das ist nachts passiert. Der Elex-Handel passierte nachts, glaube ich. Hagen habe ich morgens bei den Gruben gesehen und Daniel aus den Augen verloren. Oswald habe ich nur abends bei einer seiner Predigen gesehen. Oder wie war das? Genau, alles was Reinhard mir über das Verbrechen sagen konnte, ist, dass es in der Nacht stattgefunden hatte. Ich soll in der Nacht, der kein Alibi für fragliche Nacht hat. Siegfried Hagen Oswald. Siegfried wurde von mir bis von mittags bis morgens beobachtet. Es konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Also Siegfried kann es schon mal nicht sein, weil. Ja. Mittags bis morgens, die ganze Nacht über. Hagen wurde von mir die ganze Nacht beobachtet. Hagen also auch nicht. Oswald konnte ich morgens beobachten. Es konnte nichts. Ich wünschte, alle würden sich an die Protokollierungsform halten. Ah ne, ich muss gucken, ob alle, okay, das muss ich mir dann aufschreiben, Erstmal sammeln wir noch den Rest der Protokolle, also das restliche Protokoll, und da muss ich gucken, von wann bis wann wer beobachtet wurde, also die Gesamtzeit.
und ob irgendwer nicht beobachtet wurde. Mann, dafür ist hier nur Felsen ist? Ich wollte gerade sagen, es ist hier ganz schön hell. Aber ist ja nicht nur Felsen. Wie bist du denn? Ach, Fabrikwache. Was möchtest du? Wegen dem Elex-Handel hier im Hort. Moment, woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Ich soll mir eure Protokolle von der Tatzeit anschauen. Dich schickt er dafür? Na gut, er wird schon wissen, was er tut. Hier hast du mein Protokoll über die Verdächtigen. Mehr als das weiß ich auch nicht. Okay. 2 von 10. 2 von 3. So. Ich wurde von Reinhold dazu angehalten, nach gewissen Personen Ausschau zu halten. Leider konnte ich Siegfried an fraglichen Tag gar nicht sehen. Ich frage mich, was er wohl getrieben hat. Tag konnte ich den ganzen Tag beobachten. Nur mittags war er plötzlich verschwunden. Dafür habe ich Oswald mittags gesehen. Okay, jetzt muss ich mir irgendwie die Tabelle machen oder sowas. Ach du Scheiße. Wie mache ich das denn? Eine Tabelle mit mittags. Morgens, mittags, abends. Und nachts. Ja, und dann den 3 Namen, ne? Und da muss ich, ja. Gut, ich glaube, das mache ich offscreen. Weil ich glaube, das würde ein bisschen länger dauern. Und selbst wenn nicht, ich mache jetzt trotzdem eine Aufnahmepause. Ich nehme seit fast 3 Stunden auf und ich muss noch schneiden. Und dann kann ich das während dem Schnitt machen. Ja. Ich glaube, das stört nicht weiter. So, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Elex. Und ich weiß immer noch nicht zurecht, was ich hier eigentlich mache. Eigentlich kann ich die Kleriker ja nicht ausstehen. Ach ja, genau. Ich wollte das mit dem Elex-Handel machen, weil ich hoffe, dass ich den Elex-Händler stehlen kann, um dann Elex von ihm zu bekommen. Alles für das Elex! Ich will doch ein kalter Bastard werden. So, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Und dann gucke ich mal nach, wie ich das am besten mache. Hallihallo! Willkommen zurück zu Elex. Wir sind immer noch im Hort der Kleriker, der Ort, an dem wir entführt wurden beim letzten Mal. Na, alles klar, Kaya. Wie geht es dir? Ich bin okay. Na, dann ist ja alles gut. Wenn sie okay ist, dann bin ich auch okay. So, letztes Mal habe ich eine kleine Aufnahmepause gemacht, beziehungsweise ich habe eine längere Aufnahmepause gemacht. Wir waren nämlich gerade damit beschäftigt, den Elex-Händler hier zu finden. Ich glaube, ich warte, Quest. Ich gehe mal ins Optionsmenü, wegen Skyrim, genau. Nächtliche Geschäfte, genau. Reinholdsmänner haben einen Elix-Händler auf frischer Tat ertappt. Leider ist ihnen dabei ein Verdächtiger entkommen. Der Kreis der Verdächtigen konnte auf 3 Personen eingegrenzt werden. Die Wachen hier im Hort sind dazu angehalten, zu protokollieren, was sie beobachten. Ich soll sie aufsuchen und in Erfahrung bringen, was sie herausgefunden haben. Vielleicht findet sich in ihren Notizen ein Hinweis. Und genau das haben wir getan. Wir haben mit den Wachen geredet. Wir haben, also ich habe die Protokolle analysiert. Und alles, was wir über das Verbrechen wissen, ist, dass es in der Nacht stattgefunden hat. Alles, was wir über das Verbrechen wissen, ist, dass es in der Nacht stattgefunden hat. Und die Überwachungsprotokolle sind diese hier. Überwachungsprotokoll 1. Ich habe Siegfried von morgen bis mittags an der Maschinenhalle gesehen. Also ich habe das alles eingetragen. Ich werde es vielleicht oder mit Sicherheit auch einblenden, wie ich das gemacht habe. Ich habe im Grunde eine kleine Tabelle erstellt mit den Namen Siegfried, Hagen und Oswald. Und dann morgens, mittags, abends und nachts. Und dann immer geguckt. Und dabei ist rausgekommen, dass Siegfried morgens in der Maschinenhalle, mittags in der Maschinenhalle und abends gesehen wurde. Und zwar morgens in der Maschinenhalle von Protokoll 1, steht hier ja auch, bis mittags, also morgens und mittags in der Maschinenhalle von Protokoll 1. Hagen in der Grube im Protokoll 1 und dann mittags nicht mehr gesehen wurde. Also Hagen ist komplett verschwunden mittags und Oswald wurde am Abend von Protokoll 1 gesehen, bei den Predigten. Protokoll 2 hat, ich guck grad, Hagen gesehen morgens und dann abends
irgendwen. Er hat abends irgendwen gesehen. Nee, gar nicht. Er hat Hagen morgens bei den Gruben gesehen, steht ja auch. Ne? Hagen konnte ich den ganzen Tag beobachten, nur mittags war er plötzlich verschwunden. Dafür habe ich Ott Oswald mittags gesehen. Ich habe das alles protokolliert, also aufgelistet hier, alle drei Sachen. Und dabei ist rausgekommen, dass Oswald nie nachts gesehen wurde, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich kann es dir nochmal zeigen. Hier, Siegfried von morgens bis mittags in der Maschinenhalle. Hagen morgens bei den Gruben und dann weg. Oswald abends und sonst gar nicht. Hier, Siegfried gar nicht gesehen. Hagen nur mittags war er weg. Also den ganzen Tag gesehen, aber mittags war er weg. Und Oswald mittags. Und Protokoll 3 hat Siegfried von mittags bis morgens beobachtet. Also Mittag, Morgen, Mittag, Abend, Morgen wahrscheinlich. Hagen wurde die ganze Nacht beobachtet. Oswald wurde nur morgens beobachtet. Und das war's. Das heißt, bei Oswald wurde einmal morgens gesehen von Protokoll 3, einmal mittags von Protokoll 2, aber wir wissen nicht wo, bei beiden, und einmal abends bei den Predigten von Protokoll 1. Siegfried wurde einmal nachts von Protokoll 3 gesehen, steht hier auch drin. Hagen wurde einmal nachts von Protokoll 2 und einmal nachts von Protokoll 3 gesehen. Oswald wurde nie nachts gesehen. Ich blende das auch ein. Ich blende meine Tabelle auch ein, wenn ich das nicht vergesse. Und wenn ich es vergesse, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann poste ich die Tabelle in die Kommentare. Ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, wir müssen Oswald suchen. Ich habe keine Ahnung, wo Oswald ist. Achso, das ist ja relativ groß hier. Sander. Grubenwache. Reinhold. So, bevor wir mich Oswald melden. Das sollen wir ja machen. Wir sollen ja Oswald melden. Will ich selber wissen, wo der ist. Ich will selber nochmal mit ihm reden. Beziehungsweise überhaupt mit ihm reden. So, ich glaube, ich habe das hier ein bisschen verkackt, weil hier nämlich dieser komische Händler ist. Hier hast du nichts verloren. Ja, ja. Lauf nur, lauf! Wie auch immer die das sehen können. Rüstmeister! Apropos Rüstung. In den Kommentaren stand, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das Spiel zu spielen, ohne sich einer dritten Fraktion anzuschließen. Weil momentan bin ich ja mit den Berserkern und den Klerikern relativ unzufrieden. Bei dem Outlaws wahrscheinlich auch, aber mit denen habe ich noch nicht geredet persönlich. Es hat aber den Nachteil, dass man da keine Rüstung mehr kriegen kann. Und ich habe dann gegoogelt, ob das tatsächlich so ist, also dass man tatsächlich nur, und das wäre ja typisch Piranha Bytes, dass das so ist, von den Fraktionen gute Rüstung bekommt, und es ist tatsächlich, es war wohl mal so, es gibt ein, zwei Rüstungen, die haben sie reingepatcht, und zwar die Alp-Commander-Rüstung und die Elexetor-Rüstung. Die Alp-Commander-Rüstung liegt wohl irgendwo rum, aber wahrscheinlich erst im Endgame-Bereich, und die Elexetor-Rüstung, der, ich habe keine Ahnung, wie man die bekommt, es steht in den Patch-Notes von Patch 1.03 drin, dass die im Spiel sind. Da steht aber nicht, wie man sie bekommt. Aber das sind so die einzigen guten Rüstungen, die man bekommen kann. Ansonsten habe ich schon so die ziemlich beste Rüstung im Spiel oder eine der besten Rüstungen im Spiel, die man bekommen kann, ohne sich einer der Fraktionen anzuschließen. Also es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich einer der Fraktionen anzuschließen, wenn ich eine gute Rüstung haben will. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Vielen Dank hier an der Stelle nochmal in den Kommentar. Ich vergesse leider immer die Namen von den Leuten, die es geschrieben haben. Nicht, weil es mir unwichtig ist, sondern weil da immer ein bisschen Zeit zwischen liegt. Und ich lese immer so viele Namen online. Ich glaube, die Schlachterhose wäre es tatsächlich. Oder das Schlachterhemd wäre tatsächlich die beste Rüstung im Spiel. Mit 14. Also die Rüstung, die man sich so kaufen kann. Und das war's dann. Das ist schon irgendwie... Ja, also, ne? Regentenschwert plus 8 Schaden. Könnte ich sogar benutzen. Kostet aber 600. Kann ich mir nicht leisten. Lasergewehr. Amulett des Kriegers erhöht die Stärke und den Kampfwert. Ring des Kampfes. Dass die alle keine Edelswerte kaufen, das ist... Ja gut, ich meine, das macht Sinn.
Es macht Sinn, dass die kein Elix verkaufen. Der Handel mit Elix ist ja verboten. Sanftes Klopapier. Guck mal einen an, ich habe 669 Zigaretten. Alte Münze. Nee, die nicht. Die alten Münzen kann ich tatsächlich hier ausgeben. Muss ich mal machen. Gutes Messer, guter Löffel, Krug, guter Becher, Öllampe. Und das war's. Dann sind wir wieder bei 1202. 600 Elex Gewinn gemacht, wenn man Elex sieht. So, wo ist jetzt Reinhold? Nee, nee, Oswald. Oswald. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Uhr es ist, dann könnte ich auch in der Tabelle nachgucken. Wie spät ist es denn? Denkst du? Wenn wir das wüssten. Ja, ja, denke ich. Verdient hat er das nicht. Ja, das nicht? Scheiße. Vielleicht finden wir hier irgendwo Reinhard. Hieß der Reinhard, der Typ, der uns entführt hat? Der Schwachkopf? Ich glaube nicht, ne? Oswald, 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 Oswald. Das nicht persönlich. Hier, an den Automaten. Heiltrank, Wasser, Bier, Energieriegel. Gibt's noch mehr Automaten oder gibt's nur die hier? Gibt's wahrscheinlich nur die hier, ne? Dann kaufen wir Heiltrank. Das ist ja ein dickes Ding. Wie ein kleiner nur? Jawohl. Egal. Zwei kleine Heiltränke für Lau quasi. Damit geht ihm. Habe ich mit dem eigentlich mal geredet, mit dem Balder? Wer hat dir das Recht gegeben, über das Schicksal des Gefangenen zu richten? Wer hat das euch gegeben? Dir fehlt uns in Zukunft eine Arbeitskraft, die wir dringend benötigen. Dir ist wohl nicht klar, dass wir uns nicht allein auf unsere Maschinen verlassen können. Wer, wenn nicht der Mensch, soll das Fundament unserer Gemeinschaft sein? Der Verlust ist mit Elixit zwar nicht aufzuwiegen, aber vielleicht regt dich der Verlust deiner Splitter zum Nachdenken an. Und wie ich sehe, sind deine Taschen proppevoll. Nein. Also nehme ich mir die Summe, die ich als Wiedergutmachung für sinnvoll erachte. Alter, ich habe 1200. Die Angelegenheit ist damit erledigt. Für mich nicht. Rück meine Splitter wieder raus. Nein. Und wage es nicht ein weiteres Mal, meine Entscheidung anzuzweifeln. Warum? Fängst du an zu heulen? Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Fängst du an zu heulen, wenn ich es nicht mache? Kann ich einfach so klauen? Nee, nee, das geht nicht. Verdammt, Kopfweh. Nicht Kopfweh. Totenkopf. Ah! Ich wusste doch, bei dem war irgendwas. Ich muss ja auch immer mit allen reden, nicht wahr? Bin ich mir sicher. Wo ist Oswald? Ja, nachts. Ne? Es ist nachts. Das heißt, wir wissen sowieso nicht, wo Oswald ist. Ich kann auch gar nicht gucken. Da ist Oswald! Ja, aber ich stehe doch die ganze Nacht hier rum. Suchet nach euresgleichen und bringt sie in die Arme Kalans. Naja, lieber nicht. Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Nur die Besten, Stärksten und Kalan wird die Reinen ins geheiligte... Das was? Ja, toll. Ich hab gedacht, ich könnte ihn jetzt irgendwie erpressen. Vielleicht habe ich den Falschen. Ja, wir haben ja vom Xander auch die Aufgabe bekommen. Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz nochmal in die Questing gehen, hier. Wir sind übrigens nochmal gelevelt. Ne, ich kann übrigens noch Punkte vergeben. Ich weiß nicht, wohin. Ich bin immer unschlüssig. Ich will eigentlich Gerissenheit leveln, aber ich müsste eigentlich auch Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution und alles mögliche andere leveln. Das ist immer... Das ist immer so ein bisschen doof. Hier, Gerissenheit müsste ich auf 55 bringen. Gibt ja 10 zusätzliche Attributspunkte. Oder eben... Ach, das habe ich ja schon. Stimmt ja. Falscher wäre natürlich auch nicht schlecht. Schlösser knacken, klauen. Könnte ich sowieso schon machen. Sockel einsetzen habe ich ja schon. Bergbau Rang 2. Ich dachte, da gab es 3 Ringe. Nahkampfwaffen.
Maschinenkiller kann ich schon leveln. Mutantenkiller muss die Gerissenheit hochbringen. Was brauche ich denn für Waffen? Kann ich mal ganz kurz hier gucken. Ila ist Waffe. 32 von 80 Stärke und 60 Konstitution, 44 Stärke, 65 Geschicklichkeit. 60 Geschicklichkeit. Das ist ein Hammer und braucht Konstitution. Das ist ein Schwert und braucht Geschicklichkeit. Das hängt wahrscheinlich davon ab, was für eine Waffenart das ist, oder? Das heißt, ich muss Geschicklichkeit leveln. Ich weiß noch nicht. Na gut, dann wollen wir mal. Zwickmühle. Weil einerseits. Können wir Dialog anzeigen hier? Genau. Bla 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 bla. Einerseits. Oswald ist ja eine der Wachen. Hä? Warte mal. Wenn Oswald eine der Wachen ist. Wieso habe ich Oswald befragt, wenn er der Schuldige ist? Er ist keine der Wachen. Ich habe einfach so gefragt, was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Du solltest dich damit nicht beschäftigen, mein Sohn. Reinhold und Dietrich nehmen sich der Sache an. Ich weiß nur, dass jeder, der damit zu tun hat, jetzt sehr vorsichtig sein sollte. Karlan wird die Unrein bestrafen, seid ihr dessen immer bewusst. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Und dann gab es Xander, der hat gesagt, wenn ich Siegfried beschuldige. Wo war das hier? Xander. Da gab es doch hier irgendwo, oder? Gab es nicht irgendwo Xander, der gesagt hat, wenn ich Siegfried beschuldige, dann... Genau. Xander verlangt von mir, dass ich Siegfried des Elixhandels bei Reinhold beschuldige. Er sagt mir, dass ich mit einer dicken Belohnung von ihm rechnen kann, wenn ich das tue. Ich kann damit nicht zufällig zu Siegfried gehen und ihm sagen, dass... Ne, das geht nicht, oder? Also entweder die Wahrheit sagen, Oswald in die Pfanne hauen. Wegen den Elix-Händlern hier im Hort. Ja? Oder... Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war. Ja, ich weiß, es war Oswald, weil Oswald der Einzige war, der nicht nachts gesehen wurde. Oswald war der Einzige, der nicht nachts gesehen wurde. Wenn ich richtig liege. Xander sagt, wenn ich Siegfried verrate, dann schuldet er mir was. Dann gibt er mir eine Belohnung. Und momentan bin ich echt knapp bei Kasse. Und da mir die Kleriker ja an sich egal sind, würde ich ihn schon ganz gerne, also ganz ehrlich... Warum nicht? Ich weiß zwar nicht, wer Siegfried ist. Wir wissen, es war Oswald. Gegen Elixhandel habe ich allerdings nichts. Ich kann Oswald leider auch nicht bestechen. Mit dem Wissen, dass er es war, geht leider nicht. Das heißt, ich habe nichts davor. Ach, das ist wieder so eine Situation. Mach. Es ist wieder so eine Situation, würde ich gerne speichern würde und dann gucken will, was passiert. Weil ich will... Ich will das Elex für mich selber haben. Das ist immer dieses typische... Ihr kennt's, ne? Ihr kennt's. Ich will Elex für mich selber haben. Und dann mache ich das mit dem Ziel, das Elex für mich selber zu behalten. Und dann wird's wieder nicht funktionieren. So wie beim na, wie dieser Kral damals. Beim Kral, als ich das Elex holen sollte. So wie damals. Oder die Sprengköpfe, also die Waffenlieferung in der Kuppelstadt. Hat ja auch nicht funktioniert. Die wollte ich ja beide für mich selber haben. Einmal das Elex und einmal die Sprengköpfe, beziehungsweise die Waffenlieferung, wollte ich ja für mich selber behalten. Ging ja beides mal nicht.
jetzt will ich wieder das Elex für mich selber haben. Geht vermutlich nicht. Ich werde jetzt Oswald verraten. In der Hoffnung, dass ich dann zu Oswald gehen muss und ihn dann bestechen kann oder sonst irgendwie was. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, ich... Ne? Und dann werde ich neu laden, wenn das nicht funktioniert. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich denke, es war Oswald. Also wenn... Ich wette jetzt darauf, dass wenn ich jetzt Oswald verrate, ich keine Möglichkeit habe, irgendwie an das Elex ranzukommen. Wenn doch, dann geil. Aber garantiert habe ich die nicht. Und wenn das der Fall ist, wenn ich die Chance nicht habe, wenn ich wieder mal vom Spiel enttäuscht werde, weil ich zu sehr ein Arschloch sein will, weil ich zu sehr Outlaw bin. Eigentlich müsste ich wirklich zu den Outlaws gehen, bei meiner Mentalität wäre ich da perfekt aufgehoben. Dann werde ich neu laden und Siegfried verraten, wegen den Splittern. Ich denke, es war Oswald. Ich habe es schon geahnt. Auch wenn er so tut, als wäre er der kalanfürchtigste Mensch in Magalan, so ist doch etwas komisch an ihm. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Das war's? Hallo? Handele im Namen Kalans und wir werden dich bei uns aufnehmen. Will ich doch gar nicht. Okay, gehen wir mal zum Oswald. Das heißt, das würde eventuell nach hinten losgehen, wenn ich Oswald nicht verraten würde. Jetzt ist Oswald weg. Das würde eventuell nach hinten... Ja, was? Oh, höret mir zu, Jünger Kalans. Es ist alles eine Lüge. Eure Vorgesetzten sind religiöse Spinner. Hallo. Ich habe im Moment keine Zeit für dich. Ist er jetzt hier drin gefangen oder was? Das heißt, es würde sich für mich eventuell überhaupt nicht lohnen, wenn ich das machen würde. Also wenn ich das so Sender machen würde. Ich habe jetzt nämlich kein Kopfgeld bekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie eine Zeit vergehen muss, bis man das Kopfgeld bekommt. Weil sichergestellt werden muss irgendwie, dass es auch der Richtige ist. Was ja Sinn macht, ne? Man vertraut ja nicht jedem. Henkopf. Lass mich jetzt in Frieden. Ich muss Kraft im Gebet schöpfen, um den nächsten Seelen eine schnelle Überfahrt zu Kalan zu bringen. Okay. Ja, dann viel Spaß damit. Das ist natürlich unerwartet, dass man die Belohnung nicht sofort bekommt, sondern dass es sichergestellt wird, dass die Kleriker tatsächlich intelligent genug sind, um das Wort eines Fremden nicht für bare Münze zu nehmen. Das ist unerwartet. Das ist blöd. Na gut, dann lass es jetzt so. Ich will nicht riskieren, dass ich eventuell eine schlechtere Belohnung bekomme. Dann vertraue ich jetzt einfach mal meiner eigenen Fähigkeit, rauszufinden, dass Oswald der Idiot ist. Wolf! Der hat noch mit Elix gehandelt. Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist... dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Flammt manchmal ist gut. Weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Ja, Wolf. Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. In deinem Kopf oder wie? Diese Woche ist wieder ein Bohrer kaputt gegangen. Oh nein. Ja, Wolf, dein Eli ist schon tot. Verdammt, hätte ich jetzt vorher annehmen sollen. Aber wahrscheinlich habe ich die Belohnung sowieso bekommen, weil er hat mir ja irgendwie komische... Ach, Oswald, da bist du ja.
Was zur Hölle? Und ein Kleriker. Stopp! Hut! Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht. Aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Ja, nichts. Ich wollte dich nie töten. Ich wollte dich retten. Nichts. Ich lasse dich am Leben. Du umrundest die halbe Welt, nur um mir zu sagen, dass du mich am Leben lässt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Willst du, dass ich es mir anders überlege? Dir ist es also ernst. Gut, ich vertraue dir. Aber tu mir noch einen Gefallen. Wenn du wieder auf Akira triffst, sag ihr, dass es mir hier gut geht. Ja, das sie war immer eine treue Freundin und meinte es stets gut mit mir. Das war doch der eigentliche Plan, dass ich nach dem Rechten sehe. Ich wollte doch nur gucken, ob es ihm gut geht. Das kostet dich was. Genau. Das kostet dich was. Mein Einstand hier war kostspielig. Ich musste mir das Vertrauen bei den Jungs teuer erkaufen. Meine Hilfe gibt es nicht umsonst. Na schön. Ich habe ein paar Splitter auf die Seite schaffen können. Die sollst du haben. Wenn du Akira triffst, sag ihr, sie soll dir meine alten Sachen geben. Kälte nach Goliath setze ich keinen Fuß mehr. Da kannst du ruhig meinen Krempel haben. Wieso Kälte gesunken? Ach, hier ist eine Emotion. Du warst das doch. Gib es zu. Du hast mich darüber ausgefragt, was ich über den Elex-Händler weiß. Ja, richtig. Warst es mit Sicherheit auch du, der mich bei Reinhold angeschwärzt hat. Jetzt werde ich bestimmt suggestiert. Du hast mich auf dem Gewissen. Hau ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Du warst doch der Prediger hier, oder? Tu nicht so, als wüsstest du das nicht. Mein ganzes Leben habe ich Kalan gewidmet. Und jetzt bekomme ich so ein Ende? Ich kann das einfach nicht glauben. Ich will nicht suggestiert werden. Bitte, ich will nicht suggestiert werden. Bitte, ich will nicht suggestiert werden. Bitte, ich will nicht suggestiert werden. Ja, das ist ja doof. Das lässt mich fast ja schon denken, dass da irgendwie die Quest wartet. Aber vielleicht sehen wir dann noch irgendwann wieder, dass er suggestiert wird. Also ich meine, vielleicht wird es ja seine Unschuld bewiesen und dann, ne? Dann wird er ja auch nicht suggestiert. Also wird er ja sowieso, er wird ja sowieso suggestiert, weil es kommen ja die Suggestoren wahrscheinlich und stellen sicher, dass er auch die Wahrheit sagt. Denn das können die ja. Sie können ja anscheinend, weil so ganz sicher bin ich mir da nicht, feststellen, ob jemand die Wahrheit sagt oder ob er lügt.